Ich glaube, das gebe ich so in der Kombi an meinen Mann. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Was habe ich heute für euch? Die Tunicum Wundertüten. Manch einer von euch kennt ja inzwischen die Campus Wundertüten und diese Unicum kannte ich vorher nicht. Ich habe das netterweise von einer YouTube-Kollegin erfahren und habe mir dann gedacht, ja, wenn man Campus kann, kann man auch Unicum. Also habe ich mir direkt den Viererpack bestellt, der auch wieder eigentlich für 0 Euro war, weil man zahlte nur die 8,95 Euro Versandkosten. Und jetzt gucken wir mal im Vergleich, wie diese Unicum-Tüten denn sind. Also wie gesagt, 2 und nochmal 2. So, ich hole die jetzt raus. Ich hoffe, das geht ohne sehr viele Knirsche. So wie jetzt. Und dann vergleichen wir mal wirklich mit den Campus-Wundertüten. Also, wir haben hier Effekt Energy Drink. Dann in der zweiten Tüte Coca-Cola Zero. Also sehr getränkelastig, muss ich mal sagen. Summersbee Sparkling Rose. Knorr Spinat and Cheese. Das, was ihr einfach nur mit dem Wasser halt aufschütten müsst. Kochendem Wasser bis zur Markierung umrühren. 5 Minuten ziehen lassen, nochmal gut umrühren. Dann haben wir hier noch ein paar Kleinteile, die hole ich mal raus. Da wäre wunderbar für mich Jack Daniels Tennessee Apple. Wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol, aber ich glaube, das gebe ich so in der Kombi an meinen Mann. So, dann Hydrofugal Man, frisch und stark, habe ich nicht gerade noch gesagt, für einen Mann. So, dann, wer es gebrauchen kann, prima. Ich weiß jetzt wieder jemanden, dem ich es geben kann, weil mein Mann und ich sind beide Nichtraucher. Und zwar Smoking Brown, dann von Rees. Die Peanut Butter Cup, die kennen wir ja inzwischen. So schade, dass da immer nur einer drin ist. So, und das war's von den eigentlichen Produkten. Und dann wisst ihr ja immer ganz, ganz viel Papier, wo man aber reingucken sollte. Weil da könnte sich noch etwas verstecken. Da nicht, da ist die Werbung für den Jack Apple. Dann haben wir eine Unicum, der lebensfrohe Dude. Ein Heft. Oh, da gibt es ein eigenes Heft drüber. Und da ist alles drin. Achso, mit Gewinnspielen, Wundertüte, Softkills, 10, ohne die es nicht geht, vom Hörsaal zum eigenen Unternehmen. Also auch sehr brauchbare Tipps, muss man sagen. Dann die Werbung von dem Knorr. Und hier Jakobs 3 in einem Klassik, so eine Probe. Prima. So, das war dann die erste Tüte. Zack, die nächste. Oh, da sehe ich schon was anderes. Da ist dann Henderson and Sons Tortilla Chips, aber Hot Chili. Ja, werd mal probieren, aber schon mal sehr gut. Dann wieder die Prospekte, wo jetzt auch wieder einmal der Jakobs 3 in einem drin ist und dann wohl jetzt auch kühl und lecker Zitrone Limette. Die sind prima, die habe ich in einer Box drin gehabt mit einem anderen Geschmack. Ich hatte hier dieses Himbeerkirsche, glaube ich. Das schmeckt echt lecker. Könnt ihr im kalten Leitungswasser super erfrischen. Sehr lecker. So, ja, Inhalt ähnelt sich jetzt wieder. Wieder das Smoking. Was mir jetzt nicht ganz so gefällt, ist nochmal Smoking. Dann auch wieder die Coca-Cola. Wieder das Summersbee Sparkling Rose. Und diesmal von Jack Daniels Tennessee Honey. So, das war die zweite Tüte. Jetzt gucken wir mal, dritte, ob da auch der gleiche Inhalt drin ist. Ich brauche das dann nicht alles zeigen. Ich gucke mal eben rein. Ne, auch wieder die Werbung, das Set. Ja, also vom Inhalt, lasst euch mal reingucken. Ihr seht das. Ist das dann wieder der gleiche Inhalt? So, und dann die andere Tüte. Die ist dann wieder mit den Chips. Mal wieder die Prospekte raus. Ja,
Exakt, auch wieder zweimal. Also da sind wirklich die Inhalte absolut die gleichen. Das heißt, ihr habt zweimal die gleiche Tüte und nochmal zweimal die gleiche Tüte. So, mein Fazit. Ich denke, für Studenten, junge Leute, ist da einiges Tolles bei. 8,95 Euro, völlig in Ordnung für diese vier Tüten. Muss aber dabei sagen, die Campus gefällt mir besser. Ja, definitiv gefällt mir die Campus besser. Würde mich mal interessieren in den Kommentaren, wie ist so eure Einschätzung? Habt ihr einen Vergleich damit gehabt? Was würde euch eher gefallen? Weil ich glaube, vieles ist eine Geschmackssache. Also, wobei mir fällt gerade auf, den Energy Drink. Ah doch, der war da nochmal mit drin, ja. Ja, das war dann jetzt mal ein relativ schnelles Video. Gibt's auch mal bei mir. Denkt dran, abonniert meinen Kanal. Und ganz wichtig, Leute, denkt an die Likes. Ne? Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.